Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, you shine like gold, so selfless to all. And while I can't anymore, oh. Als allerersten Snack haben wir so richtig leckere gefrorene Schoko-Kiwi-Lollis und die sind wirklich super, super einfach zu machen. Als erstes nehmt ihr eure Kiwis und schneidet die in schon etwas dickere Scheiben. Wenn ihr damit fertig seid, dann schneidet ihr die Schale von euren Kiwis ab, indem ihr quasi mit dem Messer innen von der Schale so einen Kreis um die Kiwi rumschneidet. Dann nehmt ihr euch so Holzstäbe, die findet ihr in jedem Supermarkt, und steckt die einfach so in die Kiwis rein, damit sie aussehen wie Lollis. Wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das ungefähr so aussehen. Und die friert ihr jetzt schon mal vor, damit ihr eure Schokolade vorbereiten könnt. Diese habe ich geschmolzen einfach in der Mikrowelle. Und dann habe ich meine angefrorenen Kiwis einfach nach Belieben mit Schokolade eingeschmiert. Ihr könnt das machen, wie ihr möchtet. Nur die eine Seite oder auch nur beide Seiten und die Ränder nicht, wie ihr möchtet. Wenn ihr dann eure Kiwis fertig habt, dann könnt ihr sie einfach nochmal in die Gefriertruhe stellen. Und dann habt ihr eigentlich auch schon euren ersten Snack fertig, eure super lecker gefrorenen Schokokiwis. Jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Snack, und zwar ist das eigentlich so ähnlich wie die Kiwis, nur mit Bananen. Und zwar braucht ihr dafür natürlich einfach nur ganz normale Bananen, wieder Schokolade wie bei den Kiwis und Snacks nach Belieben. Als allererstes nehmt ihr eure Bananen und nehmt natürlich die Schale ab. Dann schneidet ihr sie in so 4 ungefähr gleich große Teile. Dann braucht ihr wieder Holzspieße, wie vorhin, diesmal sind es etwas längere. Und dann steckt ihr sie einfach bis fast ganz durch die Banane durch in die Banane rein. Danach kommen auch die Bananen zum Vorfrieren in die Gefriertruhe. Und wenn ihr die dann wieder rausnehmt, dann benutzt ihr einfach dieselbe Schokolade wie bei den Kiwis. Auch hier wieder, ihr könnt die Menge so dosieren, wie ihr möchtet. Also wenn ihr ein bisschen weniger Schokolade nehmen wollt, tut das ruhig. Und ich habe dann einfach noch ein Messer benutzt, um es einfach noch ein bisschen zu verschönern, da ich das nicht so gut mit der Hand hinbekommen habe. Und bei der ersten Banane dann Nüsse drauf gestreut. Bei der nächsten habe ich dann Oreo-Kekse zerbröselt und die benutzt. Ihr könnt natürlich auch jede andere Leckerei nehmen. Dann habe ich einfach wieder meine Banane mit Schokolade bestrichen und sie in den Oreo-Keksen hin und her gewälzt, bis mir einfach genug Oreo-Kekse an der Banane waren. Jetzt nur noch wieder einfrieren und fertig ist schon eure gefrorene Schokobanane. Will you run away? Will you run away with me? 'Cause I will run away. Der dritte Snack sind diese richtig leckeren Frozen-Joghurt-Beeren. Die sind auch super einfach gemacht. Ihr nehmt euch einfach Beeren eurer Wahl. Ich habe Blaubeeren und Himbeeren genommen. Die spießt ihr dann mit einem Zahnstocher auf und tunkt ihr einfach so in Joghurt, sodass die ganze Beere voller Joghurt ist. Das macht ihr einfach mit all euren Beeren. Und wenn ihr dann damit fertig seid, dann habt ihr einen ganzen Teller voller Joghurtbeeren und könnt die dann einfrieren und eben Frozen-Joghurt-Beeren draus machen. Der letzte Snack ist eine ganz einfache Gemüseplatte, und zwar finde ich das super erfrischend im Sommer, sowas zu essen als Snack. Dafür braucht ihr lediglich einfach Gemüse eurer Wahl. Ich habe Paprika, Möhren und Gurken genommen. Das könnt ihr euch jetzt einfach schön zurechtschnippeln. Wenn ihr euer Gemüse fertig geschnippelt habt, könnt ihr das einfach schön auf so einer großen Platte anordnen. So habe ich das zumindest gemacht. Ihr müsst es natürlich nicht so schön machen, wenn ihr da keine Lust drauf habt, aber ich mag es gern, mein Essen schön zu dekorieren. Und ich habe einfach mein ganzes Gemüse so um die Platte herum gemacht und dann noch als kleines leckeres Extra ein bisschen Kräuterquark in die Mitte gegeben zum Eindippen vom Gemüse. Siehe da, fertig ist auch schon die leckere Gemüseplatte. Das war's auch schon mit diesem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere solche Videos sehen wollt. Und gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier kommt ihr auch nochmal zu meinem letzten Video, dem Bootcamp-Vlog. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Tschüss!